Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Ja, heute habe ich ein relativ schwieriges Thema, was ich mit euch diskutieren möchte. Es geht um den Flugzeugabsturz oder Abschuss in der Ukraine, also um den Flug MH17. Und es geht hier vor allem um Fotos. Und es geht hier vor allem um den französischen Fotojournalisten und Kriegsberichter Jérôme Cecini. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Also Jérôme Cecini war als erstes vor Ort und hat zahlreiche Bilder dort gemacht. Und die Bilder sind, wenn wir es ganz ehrlich sagen, entsetzlich. Es sind ganz grausame, entsetzliche Bilder. Denn er hat auch schonungslos Leichen und Leichenteile fotografiert. Da gibt's ein Bild, da liegt ein Bein auf der Straße. Man sieht also den Fuß, man sieht ein Stück noch vom Unterschenkel und der Rest ist, auf Deutsch gesagt, Matsch. Man sieht aufgerissene, zerrissene Körper, man sieht Trümmerteile, aus denen Körperteile wie Arme und Beine oder auch Hände hervorschauen. Man sieht grotesk verformte Körper, die noch in den Sitz geschnallt im Feld aufgeschlagen sind. Man sieht eine kleine Hütte, wo eine Leiche durchs Dach geschlagen ist. Also die Leiche liegt dort auf dem Boden und das Licht durch dieses Loch, durch das die Leiche hindurch geschlagen ist, fällt also auf diese Leiche. Also es sind ganz, ganz entsetzliche Bilder, muss man wirklich sagen. Jérôme Cecini hat diese Bilder für die sehr bekannte große Agentur Magnum gemacht und mittlerweile hat wohl auch ein Medium, wohl die New York Times, diese Bilder auch gezeigt oder teilweise gezeigt mit einer Vorwarnung. Das heißt also, es wurde wohl online erst ein Schwarzbild davor geschaltet, wo eben ein Text drauf stand, dass diese Bilder sehr, sehr extrem sind und dass man sich bewusst entscheiden soll, diese Bilder anzugucken. Jetzt wird darüber sehr intensiv diskutiert in den Medien, vor allem von Fotografen. Und es wird also gesagt, dass Cecini völlig verroht wäre, dass er voyeuristisch wäre, dass es distanzlos wäre, dass es vulgär wäre. Es gibt Leute, die benutzen ein merkwürdiges Wort, die nennen das Ganze nämlich Kriegspornografie. Es wird ihm halt vorgeworfen, dass er also auch diese Leichen oder diese Menschen so fotografiert hat, dass man sie durchaus erkennen könnte. Also, dass die Angehörigen dann zum Beispiel auf diesen Bildern eben ihre Verstorbenen wiedererkennen könnten. Er fotografiert auch persönliche Sachen. Er hat zum Beispiel ein Tagebuch aufgeschlagen und die entsprechende Seite fotografiert. Und werden ihm schwere Vorwürfe gemacht. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie entsetzlich darf man entsetzliche Dinge zeigen? Wie grausam darf man zeigen, wenn grausame Dinge passieren? Und ich bin mir da noch nicht ganz einig, wie ich mich da entscheiden soll. Also darf man sowas fotografieren? Ich glaube ja, denn vielleicht ist es irgendwann mal wichtig, dass man sowas dokumentiert hat. Und wir haben ja alle gehört, wie den Untersuchungsbehörden oder den Personen, die Unfallstelle untersuchen wollen, wie denen das da vor Ort von den Rebellen erschwert wird, wie das Ganze behindert wird. Das heißt, vielleicht können manche dieser Bilder hier sogar einen Beitrag zur Aufklärung der Absturzursache oder auch des Abschusses, was ja vermutet wird, leisten. Die nächste Frage wäre, darf man als Fotograf oder auch als Agentur solche Bilder den Medien anbieten? Das weiß ich noch nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Und erst recht die Frage, darf man als Medium solche Bilder zeigen? Und wenn ja, wie? Also zeigt man sie einfach so und schonungslos oder macht man es, wie beschrieben, eben mit so einem Vorschaltbildschirm? Ich habe mich auch lange gefragt, ob ich euch den Link zu diesen Bildern in die Videobeschreibung packen soll. Ich habe mich dann schließlich entschlossen, es nicht zu tun. Wenn ihr diese Bilder sehen wollt, dann müsst ihr im Prinzip nur die Webseite der Fotoagentur Magnum aufmachen und im Suchbegriff MH17 eingeben. Und dann seht ihr diese Bilder und ich gebe euch diesen Hinweis ganz deutlich mit der Warnung, das sind wirklich entsetzliche Bilder, also überlegt euch zweimal, ob ihr euch diese Bilder anschaut. Also wie ist eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte? Wie ist mit solchen Situationen und dann auch wie ist mit solchen Bildern umzugehen? Packt eure Meinung unter die Videobeschreibung. Ich bin drüben, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann, ciao, ciao.